Nun, Vertrauen im Team, und das wissen wir aus unserer langjährigen Praxis mit unseren Kunden, ist wirklich einer der absoluten Grundbausteine. Und das sind nicht nur wir, die das tatsächlich festgestellt haben, sondern Google hat es schon eine Weile her, in 2012, eine interne Studie durchgeführt, die sogenannte Aristoteles-Studie. Die hat damals sehr viel Aufmerksamkeit erregt. 180 Teams haben sie 2 Jahre lang beobachtet, um rauszufinden, was sind denn wirklich Kriterien für High-Performing Teams, also für sehr hohe Team-Effektivität. Da kamen so verschiedene Sachen bei raus, unter anderem die Zuverlässigkeit aller Teammitglieder, Klarheit über Ziele, Rollen und Prozesse, aber auch über den Sinn der Arbeit. Und an allerhöchster Stelle stand die psychologische Sicherheit im Team. Was bedeutet das? Dass sich eben alle Mitglieder so vertrauen, dass sie sich im Team öffnen können, dass sie darauf vertrauen, dass ihre Ansichten gehört werden und dass sie als Menschen ernst genommen werden. Und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch in der Unternehmenskultur vieler Unternehmen als Thema finden, als das, was man sich wünscht, ne? Eine Fehlerkultur, die echtes Lernen ermöglicht. Und dafür ist eben Vertrauen ein ganz wichtiger Grundstein. Und wir glauben, dass Achtsamkeit den Aufbau von Vertrauen im Team sehr gut unterstützen kann. Denn was Achtsamkeit tut, ist einen Reflexionsraum zu öffnen, in dem Themen besprochen werden können, in dem auch manchmal Sachen, die schiefgegangen sind oder wo man sich nicht so besonders wohl oder gesehen gefühlt hat, besprechbar gemacht werden können und somit eben für das Team nutzbar gemacht werden können, um zu lernen und sich stetig zu verbessern und zu einem High-Performing-Team zu werden.